Hallo, hallo, hier Radio Wien. Sie hören jetzt Enrico Ferraro von der Wiener Staatsoper. Er singt ein Lied von Spoljanski, Heute Nacht oder nie. Preis 60 Schilling abzüglich 20% Künstlerarbeiter. Reden Sie nicht so viel, die Plakate müssen vor dem 20. in Bukarest sein. Hallo, hallo? Wie bitte? Was wünschen Sie? Ich. Herr Ferraro, bedauere. Herr Ferraro ist nicht da. Irren Sie sich, Fräulein. Herr Ferraro ist heute nicht mit Ihnen verabredet. Warum nicht? Weil Herr Ferraro in einer Stunde verreist. Was? Wer hier spricht der Manager von Herrn Ferraro. Wieso haben Sie Ihren Smoking noch an? In einer Stunde geht unser Zug. Was für ein Zug? Nach Bukarest. Ich habe vergessen zu haben, dass wir auf Tournee gehen. Ja, aber erst in 4 Tagen. Nein, morgen. Ich habe inzwischen noch 3 Städte abgeschlossen. Balthasar, ziehen Sie Herrn Ferraro den Smoking aus. Ein bisschen Tempo, wenn ich bitten darf. 24 Städte in 29 Tagen. Ein Rekord. Ein Irrsinn. Und so verbringt man seine jungen Tage. Fährt nur bis Zern. Gut, dann geben Sie mir die Karte bis Zern. Bitte. Wollen Sie so gut sein und ein Telegramm für mich aufgeben? Bitte sehr. Na, Gott allein. Heute noch oder nie. La, 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 la. Guten Abend.
Wie ich höre, können Sie auch nicht schlafen. Kann ich ein bisschen reinkommen? Gestatten Sie, Alexander von Koretzki. Ich sehe Sie langweilen sich. Soll ich Ihnen etwas Gesellschaft leisten? Wissen Sie was? Wir werden eine Partie EKT zusammenspielen. Aber ich kann doch gar nicht. Das macht nichts. Das werde ich Ihnen schon beibringen. Was war das übrigens, was Sie da vorhin gesungen haben? Wissen Sie, dass Sie eine wunderbare Stimme haben? Ja, Sie sollten sich ausbilden lassen, lieber Freund. Aus Ihnen kann noch mal etwas werden. Zeigen Sie mal Ihre Karten. Sie haben verloren. Ich verstehe nämlich etwas von Musik. War vorgestern in der Oper. Habe ich Ferraro gehört. Na. Rein. Verzeihung, ich kann Ihre die Unterschrift nicht lesen. Wie soll das heißen? Ferraro. 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 Danke. Was? Sie sind Ferraro? Na, das ist... Habe ich Ihnen gesagt, dass ich Ihre Stimme kenne? Na, das finde ich ja reizend. So eine Überraschung, dass wir uns hier... Also ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie ich mich freue. So ein Zufall? Na, das muss doch gefeiert werden. Ich hätte gar nicht geglaubt, dass der heutige Abend noch so nett wird. Wirklich nett. Herr Rhein, bringen Sie eine Flasche Sekt und zwei Gläser und das Ganze ein bisschen schnell. Ja. Das Herr Raffo. Mit so viel Gepäck würde ich aber an Ihrer Stelle nicht reisen. Ja, ich musste nämlich sehr plötzlich. Ach, Sie auch? Ja, ich musste nämlich auch sehr plötzlich. Aber das Gepäck, das habe ich gerade noch mitnehmen können. So. Ja. Was macht das? 14,50, mein Herr. 14,50. Ihre Brieftasche haben Sie aber nicht vergessen, ne? Oh, dann bemühen Sie sich nicht, ich werde schon finden. Danke sehr. So. In Ordnung. 14,50? Bitte. Stimmt so. Danke sehr. Hallo? Haben Sie das Telegramm schon aufgegeben? Ist bereits unterwegs. Also das finde ich großartig. Weißt du, bei Frauen gibt es überhaupt nur eins. Ausrücken. Du bist mir sehr sympathisch. Freut mich sehr. Du sag mal, Lundgren, wo fährst du eigentlich hin? Dahin? Na, da komme ich mit. Siehst du, da wollte ich schon immer mal hin. Bitte sehr. Ja, ja, heben Sie sich das mal gut auf. So ein Autogramm von Ferraro, das kriegen Sie nicht alle Tage umsonst. Ferraro? Der echte Ferraro in unserem Hotel? Wieso der echte? Es gibt doch bloß einen. Hören Sie? Die Stimme meines Herrn. Fabelhaft, Ihre Gabe. Freund, verbinden Sie mich sofort mit den neuesten Nachrichten. Warte, Sir, schon da? Jawohl, immer Tempo, Tempo nach unserer alten Parole. Haben Sie den Wagen mitgebracht? Jawohl, steht vor der Tür. Mahlzeit.
Das ist ein Wagen. Fabelhafte Idee, hierher zu kommen. Kein Mensch kennt mich, kein Mensch hätt mich. Na wunderbar! Was ist denn los? Der berühmte italienische Tenor Enrico Ferraro in Zerb. Balthasar, Koffer packen, wir reisen ab. Lach doch nicht so blöd. Willst du mal was sehen? Komm mal her. Der Herr Kurdirektor von CERN möchte Herrn Ferraro begrüßen. Entsetzlich! Großartig! Ein mit dem Jungen! Stadt, Patek, Kurdirektor. Ach, Sie ahnen ja gar nicht, Herr Signor Ferraro, wie es mich freut. Verzeihung übrigens, wenn ich störe. Entschuldigen Sie, ich bin nämlich gar nicht... Sie noch nicht angezogen, Sie sind noch im tiefsten Negligier. Das spielt gar keine Rolle. Im Gegenteil, ich muss mich tausendmal entschuldigen, dass ich sozusagen zu nachtschlafender Zeit, aber die Freude, die Ehre, die Erregung trieb mich hierher und ich eilte sozusagen auf Flügeln des Gesangs. Das ist doch gar... Und jetzt stehe ich vor Ihnen und Sie stehen vor mir. Wir stehen uns beide sozusagen gegenüber. Gegenüber, ja, vielen Dank. Genau so habe ich mir vorgestellt. Dieser klingende Blick, diese leuchtende blau-graue Stimme und dieses sichere Auftreten, das die Bühnen der ganzen Welt schon erschüttert hat. Es ist für unsere Stadt eine große Reklame. Meine Verteidigung, ich wollte sagen, eine große Ehre, einen so berühmten Zeitgenossen hier in Mauern beherbergen zu dürfen. Und ich fühle mich verpflichtet. Verzeihen Sie, Signor Ferraro, aber ich denke, Sie werden sich erkälten. Denken Sie doch an Ihre Stimme. Was für eine Stimme? Ach so, an... Ja. Gestatten Sie, Koretzki, Privatsekretär des Herrn Kammersängers. Ja, sehr angenehm, junger Mann. Also, verehrter Herr Meistersinger, Moment mal, verzeihung, wo war ich eigentlich stehen geblieben? Sie fühlen sich verpflichtet? Warum fühlen Sie sich verpflichtet? Ach so, ich natürlich, bin ich so blöd. Ja, ich fühle mich verpflichtet, in den Aufenthalt unserer Stadt so möglich wie angenehm zu machen. Ich habe mir auch erlaubt, für den heutigen Tag ein kleines Programm zusammenzustellen. Dürfte ich es Ihnen vorlesen? Also, 12:30, Besichtigung des Museums für Heimatkunst. 2:00, Rundfahrt durch die schönsten Aussichtspunkte der Stadt. 4:00, Vorführung der Meisterklasse für Gesang im städtischen Konservatorium. Den Herrn Ferraro, bitte. Dankeschön. Hier ist die Quittung. So, bitte sehr.
Ja. Ich habe inzwischen den Herrn bedient. Dankeschön. Seid ihr? Noi siamo di Palermo. Meine Heimat. Già la luna vedo il mare, ma Maria si salterà. L'ora bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Già la luna vedo il mare, ma Maria si salterà. L'ora bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Già la luna vedo il mare, ma Maria si salterà. Presto in danza, tondo, tondo, donne mie, venite con un garzon bello e gioconda, a ciascuna toccherà. Finché in cielo brilla una stella e la luna splendendo, il più bello, la più bella, tutta dolce davanterà. Mamma mia, già la luna vedo il mare. Mamma mia, ma Maria si salterà. Mamma mia si salterà, vinca, mamma mia si salterà. Thank you.
gira, gira, ogni coppia cerca va, già sta banda si ritira e all'assalto tornerà. Già sta banda si ritira e all'assalto tornerà, presto in giarda, tondo, tondo, donne mie, venite qua, il garzon velo è già pronto, non stanotte da manterà, e in quei cieli brilla la sera e la luna splenderà. Il più bello con la più bella tutta notte danzerà. Mamma mia, dalla luna in mezzo al mare. Mamma mia, ci salverà. Ringhia, 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 ringhia. Mamma mia, ci salverà. Ringhia, 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 ringhia. Mamma mia, ci salverà. La 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 la. La 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 Aber ich habe Zeit. Umso besser. Dann helfen Sie mir mal ein bisschen. Na, den Kinderwagen werden wir schon auf die Beine stellen. Thank you.
Niedlich, was? Jetzt nehme ich meine Tochter. Ja, jetzt ist sie allerdings schon ein bisschen älter. Und das ist meine Frau. Oh, gnädige Frau, ich fühle mich bei Ihnen schon wie zu Hause. Oh, ich bin entzückt, Herr Ferraro. Oh. Herr Ferraro hat angeordnet, Sie sollen sofort nachkommen. Herr Ferraro ist wohl verrückt geworden. Bei wem wohnt er? Bei Herrn Kurdirektor Padek. Sie? Na, hören Sie mal. Sie haben ja eine ungewöhnliche Ausdauer. Nein, ich wohne hier. Sie irren sich. Ich wohne hier. Ich aber auch. Ach so. Ach, wenn Sie wissen, mein Herr. Was hier drinnen geschehen. Sie müssten es, mein Herr, erst genauer besehen. Aber gern. Aber furchtbar gern. Wenn Sie was von mir hielten Sie mich fest. 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 Sie haben keine Ahnung. Was eine Frau sich alles sagen lässt. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung? Nein, ich habe keine Ahnung. Schade. Bravo, Mama. Mein Gott, musst du mich immer erschrecken. Na, hören Sie mal, Ferrer. Verraten und verkauft ist man ja mit Ihnen. Oh, Ferraro. Gestatten Sie, gnädige Frau, dass ich vorstelle, Herr von Kurecki, mein Sekretär. Wo waren Sie denn die ganze Zeit? Also, wir sprechen uns später, jetzt gehen Sie hinauf in Ihr Zimmer und kümmern Sie sich um Ihre, um meine, um unsere Angelegenheiten. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Scheint ein ganz brauchbarer junger Mann zu sein. Oh Gott, ja, hat ja leider gar keinen Sinn für Distanz. Ja, es ist auch nicht so einfach, Stütze bei so einem berühmten Mann zu sein. Aber um etwas beneide ich ihn. Ja. Ja. Um was denn? Er kann sie immer zu singen hören. No, das ist gar nicht so schön. Ich habe nämlich heute singen gehört. Mich? Ja. Ausgeschlossen. Doch. Natürlich, oben auf der Burg. Oben auf der... Ach, ja, oben auf der... Ja, selbstverständlich. Sagen Sie, was war das eigentlich, was Sie da gesungen haben? Das war schwer. Schwer? Ah, das war sehr schwer. Wagner. Ach, Wagner? Ja. Aber das klang doch so ganz anders, so italienisch. Naja, ich singe Wagner ja immer auf Italienisch. Ach so. Soll ich mal verzeihen, wenn ich mich etwas verspätet habe, muss auch gleich wieder fort. Also ich sage Ihnen, die Leute sind wie verrückt mit ihm. Alles wollen sie von ihm wissen, wann sie aufstehen, wann sie schlafen gehen, wann sie Mittagessen, Abendessen, wann sie Mittagessen, wann sie morgens zum Frühstück, wann sie Abendessen. Apropos, die Kurverwaltung will einen prachtvollen Galaabend ihm zu Ehren veranstalten. Sie sind selbstverständlich auch eingeladen. Ein kleiner Schatz von mir, lieber Freund. Na, wie gefällt dir meine Tochter? Cool, was reicht es wenig? Na ja, das hat du vom Vater. Na, Liebling, was das ist. So berühmten Mann hast du wohl auch nie in deinem Zimmer gesehen. Na, den musst du erst mal singen hören, dann wirst du dein blaues Wunder erleben. Heute nie sollst du mir sagen, nur das eine, ob du mich siehst. Heute Nacht nie will ich dich fragen, ob du deine Liebe. Entschuldigen Sie bitte einen Augenblick. Das ist so eine Gemeinheit. Heute Nacht nie will ich für dich alleine singen, bis der Morgen verdämmt. Bist du wahnsinnig geworden, dir ein Konzert zu geben? In welche Situation bringst du mich denn da unten? Wer war denn das? Ich? Ja, eine Platte von mir. Mein Herr Sekretär sitzt oben im Zimmer und statt zu arbeiten, spielt er Grammophon. Spielt aber sehr gut. Aber...
Und dabei weiß er, dass es mich rasend macht, meine eigene Stimme zu hören. Aber Herr Ferraro, Sie sind ein zu bescheidener. Ja, wirklich. Ein ganz ausgekochter Junge ist das. Sieht so der Koffer von einem besseren Herrn aus? Leihhaus, Pfandschein, Findungsbeschluss, Zahlungsbefehl, illustrierter Heiratsmarkt, nackte Weiber, Würfelbecher, Spielkarten. Das ist ja ein feiner Junge. Rein! Verzeihen Sie bitte, ich möchte Sie nur fragen, ob Sie mir nicht nochmal die Platte vorspielen wollen. Was für eine Platte? Na, die Sie eben gespielt haben. Ich Ferraro Platte. Ach so, einen Moment. Ich habe den Apparat nebenan. Nehmen Sie bitte hier Platz. Bei mir ist eine schreckliche Unordnung. Hast du verstanden? Sollst du mir sagen, nur das eine. Ja, die hat einen Knacks, aber ich kann nichts dafür. Ein Skandal, wie du mit den Platten umgehst. Schau her, die Schreibmaschine steht auf dem Parzival und der Tannhäuser liegt unter dem Bett. Na, zu dumm, er hat die ganzen Platten ruiniert. Schade, dass ich nicht singen kann. Ja, das ist wirklich schade. Ach, kennt ihr die alle? Wahrscheinlich. Ihnen hat er? Das gehört zum Beruf. Haben Sie auch so viel? Ich bin doch kein Tenor. Nur die Melodie heute Nacht.
oder nie. Meister, wissen Sie, was ich an Ihnen so schön finde? Was? Ihr wunderbare Falsett. Ja, gnädigste, das sagen alle Frauen zu mir. Meine verehrten Damen und Herren, Herr Enrico Ferraro, der unser heutiges Fest schon durch seine Anwesenheit geehrt, wird nunmehr unserem heutigen Galaabend durch eine Probe seiner einzigartigen Gesangskunst die Krone aufsetzen. Na, wie habe ich das gemacht, Babel? Ich habe ihn einfach gar nicht gefragt. Überraschungstaktik, einfachste Methode. Bitte, ja. Ferraro, darf ich bitten, ja? Einen Augenblick, meine Herrschaft. Danke vielmals. Ein Moment, meine Herrschaft. Es tut mir furchtbar leid, ich kann leider jetzt nicht singen. Warum denn nicht? Warum nicht? Sag mal, sind Sie wahr? Sie wissen doch ganz genau, dass ich seit Tagen heiß und still. Oh, Meister, das ist aber wirklich schade. Herr Ferraro hat auch seine Überraschungstaktik. Heiserkeit, die einfachste Methode. Aber lass mich zufrieden. Versprochen. Doch. Sie wollten doch die Güte haben, in unserem Kurtheater ein Gast zu spielen. Ja, wollte ich? Ja, Meister, bitte. Ja? Bitte mir zu lieben. Aber ja? Natürlich, liebe Frau.
Verzeihung, Herr Ferraro hatte mich gebeten, ihn um Punkt 1 abzuholen. Ja, treue Seele. Was hast du denn? Lass mich doch los, ich habe gar keine Zeit. Komm, komm, ich habe ein Rendezvous. Danke vielmals. Mein guter, guten Abend. Guten Abend, Herr. War schön bei Ihnen. Sag mal, du hast der Mädel versprochen zu singen? Ja, aber das ist nicht so wichtig. Was siehst du bei den Mädel? Singen bestimmt nicht. Komm. Ich garantiere Ihnen, dass du singen wirst. Aber ich kann doch gar nicht. Du wirst staunen, wie schön du singen wirst. Ich bin nur heiser. Und morgen wird abgereist, ehe der ganze Schwindel herauskommt. Moment, bitte. Ich möchte mal telefonieren. Bitte schön. Bitte geben Sie mir die Polizei. Bitte. Hallo? Wie heißt der Mann? Koretzki. Und Ihr Name? Ach, Sie wünschen Ihren Namen nicht zu nennen? Ach so, naja, kann ich verstehen, nee, Frau.
Bravo. Reingefallen. Ein kleiner Scherz. Ein kleiner Scherz. Eine große Gemeinheit. Herr Kowalski, bitte. Nein. Ach so, ja. Was wünschen Sie denn? Bitte folgen Sie uns. Aber was wollen Sie? Ich bin doch gar nicht Kowalski. Auf einmal sind Sie es nicht. Da können Sie sich legitimieren. Ach, selbstverständlich. Kowalski. Eben war er noch da. Ach, plötzlich spurlos verschwunden. Was, na, Sie, diese Witzchen kennen wir. Also kommen Sie. Machen Sie keine Geschichte. Herr Bach, was habe ich denn getan? Was habe ich denn getan? Na, das dürften Sie doch selber wissen. Heiratsschwindel. In 28 Städten. Und dazu unter erschwerten Umständen. Da glauben Sie denn, dass das jahrelang so weitergeht? Sie behaupten also, dass Ihnen der große Unbekannte Ihren Namen, Ihre Brieftasche und sämtliche Ausweispapiere gestohlen hat? Ich behaupte nicht. Es ist so. Und Sie geben vor, Sänger zu sein? Ich gebe nicht vor. Ich bin es. Na, das wird die amtliche Untersuchung hier ja gleich ergeben. Guten Tag. Guten Tag. Verzeihen Sie dazu, was mir passiert ist. Das ist eine unerhörte Geschichte. Ich bin jetzt auf den Kopf gefallen. So ein Hochstapler, ausgerechnet in meinem Hause, muss mir das passieren. Guten Tag, Herr. Guten Tag, Herr. Egal, was sagen Sie dazu, was mir passiert ist? Ich bin ganz verzweifelt. Was überhaupt nicht in meinem Leben für Möglichkeiten, dass mir sowas passieren. Also los, fangen Sie an. Was soll ich denn? Was soll ich? Singen sollen Sie. Sie wollen uns doch beweisen, dass Sie ein berühmter Sänger sind. Bitte schön, jetzt gebe ich Ihnen die Gelegenheit dazu. Ja, aber... Warte, Sie haben ja ein sehr kunstverständliches Publikum vor sich. Sie haben nämlich das gesamte Opernpersonal des hiesigen Stadttheaters als Sachverständige eingeladen. Die Herrschaften, die können nämlich singen. Fräulein Mirabel, staatlich geprüfte Gesangspädagogen, hat sich in liebenswürdigerweise bereit erklärt, Begleitung zu übernehmen. Also, was wollen Sie uns Schönes bieten? Was Sie wünschen. Mir ist es ganz gleich. Ihm ist gleich. Also was von Frechheit ist mir noch nicht vorgekommen. Wirklich. Questa quella per me pari sono a guardare, tre d'intorno mi vedo, del mio cuore l'impero non c'è. La costoro a un'elenza e quale dono di chi il padre ne chiamo la vita. Se di questo mi torna la vita, forse un'altra, domani lo sarà uno. La costanza di un'arma del cuore detestiamo, qual morbo crudele, se chi vuole si servi fedele, non va amor, no, se non v'è libertà. De mariti il geloso furore, degli amanti le serie, del rito, anche tardo i cartocchi di sfido, se mi punge, una qualche metà. Haben Sie gleich gesagt, dass er ein großer Sänger ist? Weiß gar nicht, was Sie wollen. Wirklich, meine Herren, weiß wirklich. Wollen Sie noch irgendwas hören? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Also, mit Stundenlieb für eine Kleinigkeit noch besser. Ja. Aber gerne. Können Sie Traviata? Ich kann alles. Also bitte. Thank you.
Liviamo, liviamo negli echi corici che la bellezza infiora. E là, fuggevole, fuggevole ora, s'inebria voluta. Liviamo le rose infreniti, suscita l'amore, poiché per occhi alle core onnipotente va. Liviamo, amore, amore, tra i colpici, più cale di macchia tra. Fragt sich nur, ob er nicht nebenbei noch ein Hochstapler ist. Aber das bitte nicht. Natürlich ist er ein Hochstapler. Ich hab's ja gleich gesagt. Wie man sich bettet, so scheint es heraus. Und Briefe schreibt er außerdem. Und frankiert so eine Frechheit. Von Kretzky. Ist ja mein Pass. Moment, hier. Augenblick, da liegt noch ein Brief. Darf mal sehen, was schreibt er? An bei ihr Alibi. Mit den herzlichsten Grüßen Alexander von Kretzky zurzeit auf Reisen. PS, die andere Sache will ich auch noch in Ordnung bringen. Die andere Sache? Was soll das heißen? Ach, das ist eine Privatangelegenheit. Ach so, ich war das, habe ich nicht gewusst. Bitte. Ein Glück, dass man Sie verhaftet hat. Sie müssen mich jetzt retten. Die Blamage kostet mich sonst meine Stellung. Sie müssen für ihn singen. Das heißt natürlich, Sie müssen selbst singen. Ich habe doch die Vorstellung bereits angekündigt. Das Theater ist doch vollständig ausverkauft. Also passt mal auf. Ich habe im Ganzen 13 Karten. Ihr wisst Bescheid. Bei der großen Aare... Wie eiskalt ist dies Händchen? Lass dich machen, ich es mal. Ausgezeichnet, Pavlov. Und wenn der große Herr Tenor sich einbildet, dass er jedes Mädchen an der Nase herumführen kann, da irrt er sich. Irrt er sich. Ah, ein Lampenfieber habe ich heute. Also bis zum ersten Mal in der Meilen des Skala singen würde. Sein oder nicht sein, ehe es zu spät ist. Ist die Kleine im Theater? Was für eine Kleine? Ach so, die andere Sache. Wisst ihr ein Stichwort? Alles in Ordnung, Jürgen?
Ja, aber was ist denn los? Er soll doch so schön singen. Was? Jetzt machst du schlapp? Nein, ich wollte bloß sagen. Ja, schämst du dich denn nicht? Wo habt ihr eure Pfeifen? Einen Augenblick. Guten Abend. Wundern Sie sich nicht, ich bin's. Persönlich. Ja, ja, ich bin Ihretwegen hier. Ich muss Sie unbedingt einen Moment sprechen, aber hier ist es mir zu. Kommen Sie mal mit. Verstehen Sie jetzt, warum er gesungen hat? Weil er eifersüchtig war, ne? Weil er nicht wollte, dass ich mit Ihnen allein bin. Naja, er wusste doch, dass ich, dass ich nicht singen kann. Ne? Tatsächlich? Ja, ja. Um Gottes Willen. Ja, was mache ich denn jetzt? Die werden ja gleich an... Guten Abend, meine Herren. Na, dann gehen wir. Nicht? Bitte lassen Sie mich doch hinein. Tut mir leid, die Türen sind während der Vorstellung geschlossen. Aber Sie wissen ja nicht, ob... Ich bedauere sehr. Würden Sie mir einen Gefallen tun? Grüßen Sie doch bitte Herrn Ferraro von mir und sagen Sie ihm, wenn er einen Sekretär braucht. Stehe ich von Herzen gern zur Verfügung. So in 6 Monaten ungefähr, nicht? Ja? Nicht anfassen. Viel Spaß. Yeah.
signorina, le dirò con due parole chi sono, chi sono, che faccio, come vivo. Chi son? Chi son? Sono un poeta. Che cosa faccio? Scrivo e come vivo? Vivo! In povertà via lieta, sano da grazia. Also nett ist das nicht von Ihnen, meine Herren. Sie hätten mich doch wenigstens die Oper zu Ende hören lassen können. Wissen Sie, was Sie sind? Unmusikalisch. Unmusikalisch bis dort hinaus. Hier rein, bitte. Aber bitte nach Ihnen. Ich bin ja hier wie zu Hause. Bitte schön. Eine Dame wartet auf Sie. Singen bis morgen früh, nur die Melodie. Heute nach Mutter,